Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon eigentlich fast alles gesagt. Es wird zurzeit mehr ausgebildet bei der Polizei, das ist gut so, das ist in den Jahren davor versäumt worden. Im Moment sind es 160 Anwärter und Anwärterinnen, die ihr Bachelorstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung absolvieren. 2014 waren es noch 84. Diese Verdopplung war, das wissen wir alle und es ist hier rauf und runter diskutiert worden, dringend nötig, weil angesichts der Altersabgänge ansonsten viel zu wenig Nachwuchskräfte ausgebildet worden wären. Die große Anfrage der CDU ist richtig und wichtig, weil die Verdoppelung der Studierendenzahl natürlich weder mit der Verdoppelung des Lehrpersonals einhergeht, noch mit den Räumen, die Raumkapazitäten, die zur Verfügung gestellt werden. Und das irgendwie ist tatsächlich im Moment ein Problem. Sowohl für die theoretischen Ausbildungsanteile als auch für die praktische Ausbildung fehlt im signifikanten Ausmaß, das geht aus der Anfrage hervor, das Personal. Aktuell sind 30 Beamtinnen an die Hochschule für öffentliche Verwaltung abgeordnet. Nach der Senatsmitteilung müssten es mindestens 9 Vollzeitkräfte für den theoretischen Ausbildungsanteil dazukommen. Und für den fachpraktischen Teil ist der Bedarf noch nicht mal errechnet. Es ist natürlich logisch, vergrößert mal die Anzahl, die Auszubildenden, muss auch dann die Anzahl oder muss das Personal verstärkt werden, damit sich die Betreuungsqualität nicht verschlechtert. Und jetzt muss man natürlich wissen, das ist das Problem, dass viele Lehrende an der Polizeiausbildung selbst aktive Polizeibeamte oder Polizeibeamtinnen sind. Und sie werden entweder für eine gewisse Stundenzahl abgeordnet oder leisten die Lehrveranstaltungen nebenamtlich, also quasi, ich sag's mal salopp, nach Feierabend. Und für solche Abordnungen ist der Dienstplan der Polizei eigentlich sowieso schon zu eng gestrickt. Es gibt niemanden bei der Polizei, der oder die im Dienst Däumchen dreht und auf eine Abordnung wartet. Also verfestigt sich das Problem, den zusätzlichen Studierenden steht halt nicht im gleichen Maß zusätzliches Lehrpersonal gegenüber. Das lässt sich auch, so viel muss man ehrlich sagen, ad hoc kaum lösen. Es ist in erster Linie Ausdruck einer fehlerhaften Personalplanung der letzten Jahre, da hat man einfach zu lange abgewartet, nicht nur an der Anzahl der Anwärterinnen eingespart, sondern natürlich auch insgesamt an der Struktur der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Die Gründe liegen im Grunde bis in den Jahren 2014 zurück. Wir finden als Linke, dass es wichtig ist, dass wir endlich, und das haben wir ja auch mehrfach in den letzten 7 Jahren zum Ausdruck gebracht, eine verlässliche und langfristige Einstellungsplanung brauchen. Die Finanzsenatorin muss wissen, wie viel Geld sie zur Verfügung hat. Die Polizei muss wissen, wie viele Nachwuchskräfte sie bekommt. Und die Hochschule für Verwaltung muss wissen, welche Lehrkapazitäten sie dafür erhält. Von daher fänden wir eine Ausbildungsplanung bei der Polizei bis mindestens 2025 notwendig. Und wenn man sich die Antworten in der Anfrage anguckt, dann sieht man allerdings, dass der Senat nach wie vor auf Sicht fährt und von Jahr zu Jahr schaut, und nachhaltig ist das nicht. Da kann man auch mal klatschen, wenn ich das sage. Genau. Okay. Ich will aber noch mal eben anmerken, dass das eigentlich üblich ist, die Hochschulen und die Universitäten, die haben eine verlässliche Planung, die haben eine Wissenschaftsplanung. Die jetzige geht bis 2020 und die neue ist gerade in Arbeit. Wir finden zwar, dass die Hochschulen und die Uni zu wenig Geld haben, aber zumindest haben sie eine verlässliche Planung und das braucht die Hochschule für öffentliche Verwaltung auch. Dann kommen wir zum zweiten Problem, das sind die Räume. An der Hochschule für Verwaltung fehlen die Räume. Hier findet der theoretische Ausbildungsteil statt. Der Senat schreibt selbst, dass sämtliche Aufenthaltsräume inzwischen umgewidmet worden sind. Es gibt keine Potenziale mehr, die zusätzlich genutzt werden können. Auf dem Grundstück ist auch kein Platz für Neubauten. Auch das ist ein Problem. Und wer die Zeitpläne bei Immobilien Bremen kennt, also aus dem Bildungsbereich kenne ich das ja aus leidvoller Erfahrung, der weiß auch, dass das Zeitpläne nicht gelöst werden wird, es sei denn, die Hochschule mietet sich Privaträumlichkeiten an. Die praktische Ausbildung, die findet bei der Bereitschaftspolizei am Werdersee statt und hier sind es eigentlich die gleichen Probleme. Die alte Kaserne ist sanierungsbedürftig und ziemlich marode. Skistelle und Turnhalle müsste saniert werden und die Polizei hätte deshalb, wie ich finde, übrigens zu Recht gerne einen neuen Standort. Aber auch der muss erstmal gefunden werden und der muss umgebaut werden. Kurzfristig wird es also auch hier zu keiner Lösung kommen. Aber auch da brauchen wir eigentlich jetzt eine vorgelegte Planung.
Abschließend kann man eigentlich nur sagen, dass Bremen mit den anderen Bundesländern konkurriert. Und sie konkurriert auch mit den anderen Bundesbehörden um den besten Nachwuchs für die Polizei. Und andere Länder und der Bund zahlen, das werden wir in der Debatte auch noch morgen bekommen, deutlich besser. Also muss wenigstens die Ausbildungsqualität stimmen, weil sonst ergibt sich für Bremen ein weiterer Standortnachteil bei der Personalgewinnung und da kann niemand Interesse dran haben, weder die Polizei noch die Bevölkerung noch die Politik. Von daher, Herr Hinners, vielen Dank für die Anfrage und dann gucken wir mal, was aus der SPD-Initiative wird und wir freuen uns auf die weitere Debatte. Danke Ihnen.